Herzlich willkommen zurück zum Let's Talk Freedom Podcast und YouTube-Channel. Heute bin ich hier mit Chris Erte, Deutscher, aber du lebst in Barcelona. Und wir haben uns vor kurzem beim Burning Man Festival kennengelernt. Direkt connected. Burning Man ist anscheinend das neue Networking. Es scheint echt einfach nur coole Leute dort. Und jetzt sind wir gerade wieder in Bali, hier in meinem Haus in Bali. Und hat sich so ergeben, witzigerweise, wir haben auf Burning Man festgestellt, dass du nach Bali kommst, wenn ich auch da bin. Und jetzt direkt hier connected, waren heute surfen. Das Leben hier genießen. Cheers, und cheers dazu, cheers an Bintangs. Und heute wollen wir darüber reden, unter anderem wie Chris es geschafft hat, eine massive Brand aufzubauen über Instagram und kalten Facebook-Traffic, zu dem Punkt, dass ihr jetzt mit Mella über Sonnenbrillen, die ihr verkauft und Uhren, über 4,5 Millionen im Jahr Werbeausgaben allein habt. Ja. Und natürlich Vielfaches davon an Umsatz. Erstmal Glückwunsch dazu, das ist du mit deinen Co-Gründern. Wir wollen ein bisschen auf die Story eingehen, wie du dazu gekommen bist, überhaupt dein eigenes Ding zu starten und wie ihr das so massiv hochgezogen habt. Mhm. Und dann auch einfach zu dir als Person, Mann. Du bist einer der happiesten Menschen mit der meisten Energie, die ich seit langem kennengelernt habe. Und ich will einfach auch von dir hören. Okay. Darüber reden wir auch viel hier im Podcast. Was halt einfach dein Prozess ist, wie du, was ist deine Morgenroutine, was sind die Dinge, die für dich funktionieren, dass du so ein voller Energie und Tatendrang bist, um so eine Firma hochzuziehen und einfach so viel Energie immer versprühst, so viel positive Energie. Okay. Wir haben auch ein bisschen Breathwork heute gemacht zusammen und vielleicht können wir darüber auch noch quatschen. Ja, bitte, ja, gerne. Breathwork war Hammer. Ja, geil, cool, dass du da bist, Mann. Immer gerne. Dann fangen wir doch mal kurz an damit, erzähl doch mal ganz kurz, wo ihr gerade mit Mella steht und dann lass uns direkt eintauchen in, wie du dazu überhaupt gekommen bist, Sonnenbrillen auf Instagram und Facebook zu verticken. Genau, also ich kann kurz anfangen, warum wir angefangen haben, wie ich dazu kam. Ja? Ja. Also ich komme aus München, ja? Wohne aber jetzt seit 12 Jahren nicht mehr in Deutschland, wo ich das Land natürlich liebe. Seit 12 Jahren schon? Seit 12 Jahren, ja. Brasilien, USA, Österreich, was fast ja. Österreich ist. Ja. Genau. Und bin vor 5 Jahren nach Barcelona gekommen und habe mir dann überlegt, okay, also ich habe kurze Story. Also, nach der Uni habe ich gedacht, okay, wo will ich leben? Wo will ich mein Lebensmittelpunkt haben? Und war für mich immer klar, Barcelona. Hingezogen, keinen Plan gehabt, was ich machen will. Meine Uni war International Business. Okay. International Management und danach im Master International Management. Mhm. Hingezogen und keinen Plan gehabt, was ich machen will. Und dann geguckt, okay, fuck, es gibt eigentlich gar keine richtig guten Jobs hier, keine coolen Jobs. Und da ich so, okay, was mache ich? Okay, einfach gründen. Ja, das war wirklich so. Aus der Not heraus eigentlich auch. Und dann haben wir, ja, ich mit drei Spaniern gegründet und wir waren natürlich mega grün, also richtig viel Glück dabei, muss man ganz ehrlich sagen am Anfang. Haben dann gesagt, okay, gründen wir, haben dann gegründet, erste Firma, einen Monat, sofort gemerkt, okay, da geht nichts, also du warst abgeschrieben. Dann wieder gegründet, einen Monat, versucht, ob was geht, wieder, nee, das lohnt sich nicht, das Businessmodell. Dann dritte Firma war dann Mella und dann ging dann sofort super gut. Ich habe gemerkt, okay, es explodiert. Ach, die Leute lieben die Sonnenbrillen. Also eben ein Kollege von mir designt die Sonnenbrillen und wir verkaufen die eben über Instagram und Facebook Ads. Und ja, es war halt dann, ja, ist dann explodiert. Geil. Also das finde ich interessant, dass ihr seid zusammengekommen und habt gesagt, hey, wir wollen das eigentlich starten, wir haben keinen Bock auf einen Job. Genau. Und habt dann wirklich erstmal... Ja, die anderen genauso. Ganz opportunistisch. Also ihr habt nicht erst eine Idee und eine Vision für ein Produkt, sondern habt erstmal gesagt, wir wollen einfach irgendwas machen, lass mal was probieren. Genau. Geil. Genau, ja. Ja, nice. So hat es bei mir auch angefangen. Und ihr wart von Anfang an dieselbe Gruppe, die jetzt auch die Co-Founder von Mella waren, ne? 100%, ja, genau. Geil. Also und das Gute ist auch, was du ja auch kennst, wir sind einfach ja, beste Kollegen. Ja. Ich kann ein Foto zeigen von anderen, ich weiß nicht, ob man es sieht. Aber, können wir auch einblenden, ja. Ja, kannst du einblenden. Wir sind einfach richtig coole Leute, beste Kollegen und verstehen uns einfach voll gut. Und das hat sich auch in den 5 Jahren jetzt nie geändert. Genau, wir gehen zusammen feiern und das ist einfach so wichtig, dass man einfach so eine gute Kultur hat zusammen. Ja. Und es scheint, als würdet ihr euch perfekt ergänzen auch als Gründer, ne? Wenn ihr habt jemanden mit Design-Hintergrund. Genau, hier ist ach cool. Ja, das ist echt eine richtig coole Gruppe. Da blenden wir ein und ja, Hammer Leute. Das blenden wir ein. Also dann habt ihr erstmal gesagt, lass mal was ausprobieren. Habt dann die zwei Firmen, die am Anfang nichts geworden sind, das waren keine E-Commerce-Firmen, das waren nicht physische Produkte oder war das komplett anderes Geschäftsmodell? Komplett anders. Komplett anders. Also ich habe ein bisschen Hintergrund gehabt in der App. Ich habe 6 Monate, ich hatte
Ich hatte, wie du hast mal, du hast nie einen richtigen Job gehabt, du hast immer gegründet, dann warst du noch krasser wie ich. Ich hatte 6 Monate einen Job und habe in einer App-Firma gearbeitet und die ersten Ideen war ich so, okay, lass auch eine App machen. Ja. Ah, ja. Und dann nach 6 Monaten wusstest du schon, shit, das ist nicht für mich, Angestellter zu sein. Genau, ja. Und ich hatte lustigerweise sagen, big shout out to Barry White, ich hatte einen richtig coolen Chef. Also der hat auch gemeint, hey Chris, du bist Gründer, ja. Der hat gemeint, so hier, lies das Buch. Das ist ein Chef, ey. Richtig geil, Engländer. Er hat gemeint, hier, lies das Buch, 4-Hour-Workweek von Tim Ferriss. Er hat mich so gepusht, dass ich eigentlich den Job quitte und gründe. Ja, richtig geiler Chef. Also, er war Burning Man auch dabei. Okay. Du warst ja im Ashram, Neutecker Camp. Ja. Er war im Garden of Joy Camp. Und wir waren... Garden of Joy, sagen wir. Wir waren F-Camp. Wir haben beide auch diese Kette von F-Camp übrigens. Genau. Burning Man, ja. Okay, geil. Und das heißt, nach den ersten 2 gescheiterten Firmen kam dann der eine Kollege und meinte, hey, ich habe hier so ein paar Ideen für neue Sonnenbrillendesigns. Warum setzen wir das nicht um? Vielleicht kannst du kurz erklären, wie ihr dann von da weitergemacht habt. Hattet jeder von euch dann einen anderen Aufgabenbereich? Jemand hat sich um Sourcing gekümmert, eine Firma in China zu finden. Einer hatte die Designs. Und dein Job war ja immer das Marketing, ne? Genau, ja. Also wir haben alle 4 denselben Hintergrund. Wir sind alle 4 im International Business Master. Also wirklich alles selben gemacht. Und das heißt, Investoren hassen nicht sowas, wenn überhaupt keine Diversification drin ist. Investoren hatten wir nur ganz wenige drin. Die Firma, genau, also ja, kommen nachher dazu noch. Aber ja, wir haben am Anfang begonnen mit einer Mini-Runde von 42.000 Euro gegen 5% von der Firma. Also es war Geld plus 5 Mentoren plus wir hatten noch, ich glaube, 8 Monate konnten wir den Office Space nutzen. Den Deal haben wir genommen damals. Wie, von ganz am Anfang hattet ihr Investoren? Ja, wir hatten so eine Mini-Runde gemacht. Wir haben so einen Deal bekommen mit den Investoren, 42.000 plus wir sind so 5 Mentoren, die uns geholfen haben, plus wir durften Office Space nutzen. Eigentlich kein guter Deal, aber damals waren wir noch grün und mein Gott. Ja, ja. Ah, okay, also ihr habt halt geschnallt, wir brauchen die Kohle, um die erste... Aber um zurückzukommen zur Frage kurz, genau, bevor ich die Frage überspringe. Mhm. Wir haben dann gesagt, jeder sucht sich seinen Bereich aus, wo er eben Experte werden soll. Weil wir alle hatten dieselben Skills. Okay, jetzt, ich habe gesagt, okay, ich will Marketing machen, ich will Marketing. Und dann habe ich mich im Marketing richtig reingefuchst und nur noch alles drüber gelesen, alles AB-testet, kann man so sagen. Und genau, mein Kollege weil wir hatten sehr früh sehr, sehr viel Presse, der hat sich als Face der Company für die Presse gestellt und so. Dann einer, weil der hat auch noch HR gemacht, der andere hat Finance und Webseite gemacht, das ist Shopify natürlich, auch mega wichtig, dass man es gut hat. Erst hat man Magento, was scheiße ist. Ja. Sorry, Magento. und Borja ist eben Produkt. Bearbeitung und die Design. Ja. Okay, geil. Ja. Also er ist auch Mastermind, weil die sind echt gut designt, die Produkte. Ja. Hier ist unsere Uhr, ein bisschen Werbung. Die sind richtig nice. Das können wir auch ein paar Produkte einblenden, vielleicht im Video. Die Website verlinken wir natürlich auch. Und die Produkte sind echt super. Wie schwer war der Prozess von Idee zu finalen Prototyp zu kommen, wo wir gesagt haben, okay, hier können wir auch profitabel mit einer guten Marge arbeiten und das macht alles Sinn, weil wahrscheinlich habt ihr von Anfang an gesagt, unsere Strategie ist eigener Webshop und kalter Traffic, das heißt, mit der guten Marge. Und wie schwer war das? Wie lange hat sich das hingezogen, bis ihr gesagt habt, okay, hier können wir jetzt mit der Produktion loslegen? Ja, okay, längere Frage. Schwer. Ja. Also weil wir halt das ist halt einfacher mit Beispiel Dropshipping oder so, aber halt langfristig, wenn du das Film auch dann verkaufen können willst und so, ist halt White Label ziemlich cool, also eine eigene Marke zu haben. Ja. Und für uns war das Schwierige war eigentlich, Fabriken zu finden, die richtig gut sind, weil wir haben nicht den Anspruch, dass die Produkte, die Brillen sollen so gut sein, wie eine Ray-Ban ist. Ja. Ja. Weil Ray-Ban, ihr wisst ja alle, die verkaufen für 150, 200 Euro, die Kosten der Produktion auch ziemlich so gleiche, was wir zahlen in der Produktion. Also sagen wir mal, Ray-Ban kostet 2 Euro mehr in der Produktion wie unsere Brille und verkaufen aber so viel mehr. Also eure Brillen kosten im Durchschnitt 35, 40 Euro. Ja, das ist cool. Das ist ein guter Preis. Ja. Genau. Also ihr wollt die gleiche Qualität wie Ray-Ban. Genau, deswegen war es eben schwer, dass wir die richtigen Produktionsstätten finden, was echt schwer war. Und dann das Problem war noch, dass wir die richtigen Brillen
finde. Also du musst da immer, wir haben halt früher, wir waren halt noch ziemlich grün, das ist ein gutes Beispiel für gutes Marketing später. Da haben wir halt super oft gesagt, okay, wir testen, wir produzieren mal Produkte und gucken da, ob wir es verkaufen können. Was eigentlich der falsche Schritt ist. Ja? Mittlerweile, wenn wir was Neues, eine neue Brille launchen, dann machen wir erst, Ads mit dem Shape von der Brille und messen dann genau, was ist der Click-Through-Rate, wie viele Leute würden sie kaufen und so weiter. Perfekt, ja. Und dann, wenn wir sehen, okay, der Markt hat da Bock drauf auf genau diese Shape, ja, dann produzieren wir die erst. Das richtige MVP, also dann eigentlich, genau, einfach ja, nur das Rendering von dem Produkt und dann und ohne erstmal die ganze Produktion loszulegen. Was ist dann, wenn die Leute auf die Ad klicken und ihr messt die Click-Through-Rate und dann kommt auf der Landingpage einfach nur, setzt sich auf die Warteliste oder sowas für dieses Produkt? Genau, dann sagen wir, okay, ist ausverkauft. Ah, ja, ausverkauft, ja. Setzt sich auf die Warteliste. Das ist geil, ja. Das ist ein perfektes Beispiel für MVP, darüber redet ja auch Tim Ferriss und so weiter. Ne? Genau, ja. Die Minimum Viable Product, so der minimale Aufwand, für um deine Produktidee zu testen. Richtig. Super geil. Vielleicht mal kurz, hast du noch einen kurzen Tipp für Leute, die sagen, ja, ich habe auch eine Produktidee, aber ich habe keine Ahnung, wie ich eine Fabrik finde. Irgendwie dein Top-Tipp, was für euch funktioniert hat, um die richtige Fabrik zu finden oder zu wetten? Ja, so für uns war der Tipp wirklich, dass man sich da schon Hilfe holt. Mhm. Ja, also wir haben ja einen Mittelmann gehabt, das war einer, der wohnt in Barcelona, der hat aber davor in China lange gewohnt. Ja. Und der konnte auch fließend Chinesisch und der hat eben das dann für uns, der hat da geholfen, der hat sich in Kontakte schon. Hat uns so weil, gern genau, ja, wir haben dann immer ausgehandelt, auch der ist ziemlich reich geworden mit Mella auch. Also ja. Der hat einen Deal gehabt, also er kriegt ein paar Prozent und so, dann wie wir dann gewachsen sind, wir machen jetzt fast 12 Millionen Umsatz. Ja. Und der kriegt immer noch diesen Anteil, ja, der hat ziemlich gut mitverdient bei Mella. Geiler ja. Deal für ihn. Ja, super Deal für ihn. Cool. Aber ja, es war wichtig, also er hat auch, ohne ihn wäre es auch nicht so gut gelaufen, also hat es auch verdient. Hat es verdient, ja. Ja, hat es verdient. Geil. Cool, und dann ein Großteil eurer Marketingstrategie war ja dadurch, dass ihr ja nicht auf Amazon verkauft, nehme ich an, sondern ausschließlich auf eurem Webshop, ne? Mhm. Habt ihr von Anfang an wirklich selber Traffic geschaltet? Also, eure Instagram-Page ist ja super geil, die können wir auch hier einblenden und verlinken und so weiter. Echt gute Arbeit. Was hat für euch am Anfang besonders gut funktioniert, als ihr losgelegt habt? Jeder kennt ja diesen Moment, okay, du fängst an, klar hochqualitative Bilder, aber du hast null Follower. Und wie seid ihr da vorgegangen, um das Ganze zu kickstarten im Endeffekt? Mhm. Ja, wir haben also ein paar Sachen. Also wir haben einer, wenn sie mit einbringst, unser CEO schaut schon ziemlich gut aus und der hat ziemlich hübsche Freundinnen, also für Mädels, die er kennt und so. Und die haben immer am Anfang hatten wir halt vorher, wir hatten natürlich kein Geld für Models, haben wir einfach immer seine Kolleginnen genommen für Fotos und so. Ja. Und das hat euch geholfen natürlich. Hübsche Mädels. ja. Nee, aber also generell, also die ehrliche Antwort ist wirklich, wir haben halt sofort Ads geschaltet. Wir haben halt geguckt, okay, wie verkaufen wir die Produkte jetzt? Und ja, dann haben wir alles probiert. Da früher ging auch noch Twitter-Ads ganz gut, aber eigentlich habe ich sofort gemerkt, okay, eigentlich, was für uns wirklich zieht, wir haben alles versucht, also YouTube, Google, Twitter, all jedes Channel, ja. Und wir aktuell auch Pinterest zum Beispiel. Mhm. Aber was wirklich zieht, ist Instagram, Facebook. Also für die es nicht wissen, Instagram, Facebook ist eine Plattform. Also wenn ich Facebook-Ads sage, meine ich immer beides. Ganz richtig, genau. Ja. Also über den Facebook-Ad-Manager schaltet man Instagram-Werbungen für Instagram. Und, ja. Yeah. Und auch die Story-Ads funktionieren ja momentan am allerbesten, oder? Würdest du das auch bestätigen? Genau, okay, genau. Wenn du willst, kannst du auch die eine, ich schicke dir nachher unseren besten Ad, den kannst du einblenden, wenn du machst. Echt geil, ja, das wäre interessant. Genau. Weil ab 10.000 Follower kannst du dieses Swipe-Up machen auch, ne? Genau, ja. Das, auf Ads kannst du das von Anfang an machen. Genau, genau, für uns ist es wurscht, weil genau dieses das ganze organisch da Swipe-Up funktioniert nicht so gut. Ads sind wirklich, wenn du wirklich was erreichen willst, skalieren kannst du über Ads. Also die ganzen Leute, ja, die, mir ist eigentlich auch ziemlich, ganz ehrlich, unter uns, ja, mir ist ziemlich wurscht eigentlich, was für Posts wir machen auf Instagram-Account, weil es verkauft nicht. Ja. Was wirklich verkauft, ist Ads. Ja. Ja. Ich meine, es ist cool, Leute, check das nochmal, aber es ist nicht meine Priorität Nummer 1. Priorität Nummer 1 ist wirklich, dass wir die Ads richtig gut machen. Ja. Das nehmen wir halt super. Das ist echt der Schlüssel, wenn du halt ein Online-Business, wenn du kalten Traffic profitabel schalten kannst, profitabel konvertieren, mhm, dann kannst du unendlich skalieren. Ist ja logisch. Dann ist es wie eine Gelddruckmaschine und dann genau, ist die Frage, wie viel steckst du vorne rein und dann kommt ein Vielfaches hinten raus. Das ist halt das Problem, was wir oft sehen, dass natürlich im physischen Produktbereich die Marge viel zu klein ist und aufgefressen wird und dann viele checken das von Anfang an nicht. Wenn du halt nur 5 Euro Marge machst mit deinem Produkt, dann
wird das nicht reichen, um effektiv Werbung zu schalten. Und selbst wenn du einen durchschnittlichen Klickpreis hast bei einer gut konvertierten Ad, würdest du auch sagen, so 10 bis 30 Cent ist eigentlich ein durchschnittlicher Klickpreis. So. Genau, ja. Ja. Genau. Und dann ist halt die Frage, wenn du jetzt nur 3 bis 5% Conversion Rate hast, dann hast du für 100 Klicks, also 30 Euro, hast du dann 3 Verkäufe gemacht, dann musst du schon für 30 Euro 3 Sales, musst du schon 10 Euro Profit pro Sale haben, um Break-Even zu sein. Das sind so die Rechnungen, die, glaube ich, vielen am Anfang noch nicht bewusst sind. Und deswegen reden wir dann ja auch, also es muss halt der Average Customer Lifetime Value bei einem Subscription-Produkt oder einfach der Average Card Value muss halt möglichst hoch sein dann. Ne? Richtig. Habt ihr dann auch krasse Upsells bei euch drin in Shopify, dass ihr sagt, okay, Kunden, genau, das kaufen, kaufen. Genau, bei uns ist so, wir gehen wirklich, wir haben vor allem am Anfang wollten wir natürlich sehr, sehr schnell wachsen. Ja. Weil natürlich, wenn du dann, jetzt sind wir aktuell so in dem Markt, den wir so messen, das Online-Verkauf von Brillen und Uhren, sind wir in Europa so den drittgrößten, würde ich so sagen. Ja? Mhm. Und deswegen, es war natürlich gut, dahin zu kommen und dann gesagt, okay, am Anfang, wir wollen keinen Gewinn machen, wir wollen nur wachsen. Das heißt, wir verkaufen, wir machen immer, wir schalten so viele Ads, bis wir genau Break-Even sind beim Verkauf, weil die Leute kaufen eh später wieder, weil die meisten Leute lieben Produkte, die sind sehr, sehr loyale Fans. Ja. Das heißt, wenn wir am ersten Verkauf Break-Even sind, perfekt. Wir können sogar auch 1 Euro verlieren oder so pro Verkauf. Ja. Aber wir wissen, die Leute kaufen wieder und wieder und wieder, kein Problem. Geil. Genau. Das macht Sinn. Ich habe mal diesen Spruch gehört, der ist immer bei mir hängen geblieben. Ich weiß gar nicht mehr, wer ihn ursprünglich gesagt hat. Am Ende im Online-Marketing, am Ende gewinnt der, der am meisten ausgeben kann für die Generierung von einem Neukunden. Mhm. Also wer kann am höchsten, weil das heißt, du ziehst am meisten langfristigen Value aus deinem Kunden raus, weil er eben wiederholt kauft und so weiter und so fort. Ja, das ist cool, das macht Sinn. Ja, ja, richtig geil. Cool, Mann. Du gibst ja auch Facebook-Workshops und Coachings, Consulting, ne? Ja. Das ist halt super High-Ticket-Consulting, also hast du mir ja mal erzählt, was du da so abrufst, das ist schon heftig. Große Firmen kommen zu dir, um von dir gecoacht zu werden, weil du das mit Mello bewiesen hast, dass du das mega drauf hast. Ja. Wir packen auf jeden Fall deine Kontaktinformationen mal rein, falls jemand bereit ist, 5-stellige Beträge zu bezahlen, um dich reinzuholen. Mhm. Hast du denn auch irgendwelchen Content zu den Themen, wo Leute irgendwie mehr lernen können von dir? Oder irgendwelche, schreibst du Artikel oder irgendwie sowas in Richtung manchmal? Nein, so, bei mir ist es so wirklich so, ich suche keine Kunden. Also ja. Ich bin nicht jemand, der überredet. Genau, der irgendwie aktiv so, ich muss jetzt irgendwie Kunden finden oder so. Ich habe Mella, mein Baby. Aber wenn jemand auf mich zukommt und sagt, hey, kannst du uns da helfen, das Produkt ist cool. Beispiel ist das Produkt, was ich am meisten, das kannst du auch in die Show auspacken, das würde mich freuen. Ja. Wo ich am meisten stolz drauf bin, ich habe den UN geholfen, den Vereinten Nationen, mit der App Share the Meal. Also hier alle Zuschauer bitte Share the Meal runterladen, das ist die beste. Cool. Was ist das, da kann jeder... Es ist eine App für das Welthungerprogramm. Mhm. Und in der App kannst du dann, bei mir spenden wollen, ja. Unsere Eltern spenden halt noch und die gehen dann zur Bank und haben dann dieses Füllen das dann aus und sowas, also Paperwork. Und unsere Generation macht es dann nicht mehr. Und das heißt, haben sie gesagt, okay, Welthungerprogramm, wir haben wirklich so viele Kinder auf der Welt, die einfach noch Hunger leiden in Kriegsregionen, in Kongo und so weiter. Und wir können denen halt Essen mega günstig liefern. Also die UN ist halt mega effizient da. Ja? Und du kannst mit der App, kannst du dann Essen teilen für 40 Cent, also 40 Euro Cent, kriegt ein Kind Frühstück, Mittagessen, Abendessen. Und wir haben denen geholfen mit Facebook Ads und da bin ich mega stolz drauf und hat richtig gut geklappt. Hammer. Ja. Also Jeremy ist Hammer. Ansonsten auch ein paar größere deutsche Firmen. Und ja, aber wenn ihr vielleicht jemand Hilfe wollt und so, könnt ihr gerne. Ich habe keine Artikel oder sowas. Wir können Artikel einblenden mit von Typeform. Da sind ein paar Sachen drin, wie ein Funnel. Die kannst du einblenden. Und ansonsten. Wie hast du dir das Ganze selber beigebracht? Waren das irgendwie Udemy Skillshare-Kurse oder von irgendwelchen großen Online-Marketing-Kurse oder einfach viel Trial and Error, nehme ich auch noch? Richtig viel Trial and Error. Wir haben jetzt bei uns 300.000 A-B-Tests gemacht, also immer halt von kleinen Variationen und so. Weil wir haben so ein Budget von 4 Millionen. Wenn du so ein Budget hast, dann musst du halt immer viel kleine Variationen testen, weil sie halt noch lohnt. Ja. Aber ich habe damals, ich habe halt niemand gehabt, der mir es beibringen konnte, leider. Also ich hätte auch jemand gerne gehabt, so wie mich, der sagt, okay, ich bring's dir bei und nach 3 Tagen wirst du irgendwie von Facebook Level 1 bis 10, ich kann dich auf den 9 bringen. Den Rest musst du selber machen, aber ich kann dich von 1 bis 9 bringen in 3 Tagen. Ja. Weil es einfach ist ja kein Rocket Science, Facebook. Ja? Wenn du gut aufpasst, kann ich dir in 3 Tagen dir viel beibringen. Ja. Aber ich hatte leider keinen, der es übergebracht hat.
Also ich habe mega viel gekämpft, gegoogelt, oft bis 4 in der Früh im Büro leider, also mach das nicht, das ist scheiße. Und es gibt einen Blog, der mir echt geholfen hat, also big shoutout, johnluma.com. Mm. Das ist auch enorm. Hammer. John Luma kenne ich. Und John Luma ist auch der eine der wenigen, der halt humble ist. Also die ganzen Leute, die ganzen Ad-Specialisten, alle mega arrogant, bla bla. Ja. Und der ist einfach mega humble und mega nett. John Luma, auf der Website habe ich schon viel Zeit verbracht, ja. Ja, ist ein geiler Typ. Ja. Echt geil. Ja, cool, Mann. Ein Thema, über das ich halt auch sehr oft rede mit Unternehmern, ist, du ja auch, ist ja schon interessant, wie, dass jeder, der in Unternehmertum geht und sein eigenes Ding macht, egal jetzt in welchem Bereich oder in welchem Geschäftsmodell, jeder, der wirklich erfolgreich wird, fast immer hat irgendwie sich auch mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt. Ja, das stimmt. Und dann auch irgendwie mit Spiritualität, weil du einfach merkst, die meisten, fast alles, was du im Business machst, entsteht ja erstmal nur als eine Vision in deinem Kopf. Mhm. Und dann bist du der Einzige auf der Welt, der daran glaubt, der dieses Produkt sieht und denkt, das wird funktionieren. Und es ist ja an sich eigentlich ein metaphysischer Akt, deine Vision in die Realität umzusetzen. Und auf dem Weg dahin, gerade am Anfang, da haben wir ja vorhin heute mal drüber geredet, wenn dein Produkt noch nicht da ist und du arbeitest erstmal und steckst jede Woche Dutzende Stunden in was rein, was noch keinen Return erzeugt und Leute um dich rum denken, vielleicht bist du total verrückt, was machst du da, du bist crazy. Vor allem die Eltern, ja. Ja, die Eltern oder sogar dein Partner und so. Und dann, und ich glaube, da geben die allermeisten auch so viele krasse Ideen, so viele Firmen sterben einfach genau in den Anfangswochen und Monaten, bevor das Produkt jemals überhaupt verkauft werden kann, sterben die allermeisten Sachen schon, ne? Weil einfach dein Glaube darin schon aufhört oder zerbricht, bevor du es überhaupt mal zur Zielstrecke gebracht hast. Und würdest du auch sagen, dass bei dir ein Riesenteil vom Erfolg und auch bei dir und deinen Co-Gründern vielleicht sogar, aber hauptsächlich bei dir persönlich, darin lag, dass du eine Mindfulness-Practice und so weiter hattest? Hat das gleichzeitig angefangen mit deinem Unternehmertum oder schon während dem Studium und so? Ja, ich würde sagen, ziemlich während den Gründen dann. Es kommt irgendwie, du kommst in diese. Ich bin halt voll gern Gründer, weil die ganze Gründer-Community sind Leute, die einfach sich jeden Tag verbessern wollen. Yeah. Und dann, wenn du reinrutschst, dann kommst du auch immer dann auf so Gründer-Dinners und so und dann rutschst du da sehr, sehr schnell rein. Und davor hatte ich eigentlich nicht so viel davon und danach, wir kamen dann gleich zu diesem, wir haben den Office-Space bekommen, ja. Und da waren mit uns waren einfach andere Firmen noch drin, ja. Und da waren genau Incubator und da waren richtig coole Leute, also eine der coolsten, die Firma ist leider hops gegangen und so, aber einer der coolsten Typen, also Luis heißt der, von dem ich mega viel gelernt. Mhm. Und dann eine Firma, die auch da war, die sind jetzt 250 Millionen wert. Also die sind noch viel krasser wie Meller. Und die waren halt am Tisch rechts neben mir. Also richtig krass, ja. Krass. Richtig coole, ja. Und von dem auch, vom Oscar, auch mega viel gelernt. Also die Firma heißt Glovo. Vielleicht kennt die es halt. Schön gehört, die sind in Spanien halt riesig, ja. Krass. Genau. Ja, auf jeden Fall richtig krasse Leute und von uns, von Meller, ich bin CMO und der CEO war halt immer schon sehr, sehr spirituell und der hat auch schon mir schon sehr früh erzählt von Ayahuasca und haben wir sehr viel geredet über Meditieren und wir haben uns dann so richtig zusammen so reingesteigert. Wir haben auch voll oft dann, wir Meller ist so, unsere Firmenkultur ist so, wir lieben Challenges. Wir hatten immer so Challenges so, lass mal gucken, wie es ist, wenn wir 3 Tage nichts essen. Da waren wir halt arbeiten, aber wir sind einfach wie es im Körper geht, so Cleaning und so. Oder lass mal gucken, dass wir machen jeden Tag 200 Push-Ups. Und dann haben wir im Büro Push-Ups gemacht und die ganzen Mädels, die bei uns gearbeitet haben, waren so, ich werde bescheuert. Aber mega lustig. Wir hatten immer ein Challenge. Oder lass mal unter uns, ja, weil wir so, lass mal gucken, wie geht es uns, wenn wir jetzt mal 30 Tage keine Pornos schauen und nichts machen, weil also immer durch solche Sachen. Dass mehr Energie, Fokus. Ja, ja, genau. Und ja, man hat immer gemerkt, okay, das alles bringt was und so und dann immer mehr reingesteigert und ja. Und jetzt, ja, ich habe Meditieren nehme ich sehr, sehr ernst. Leider aus einem traurigen Grund. Ich hatte vor zweieinhalb Jahren jetzt, hatte ich einen Burnout von Meller. Ist kein Riesen-Burnout, aber ich habe gemerkt, okay, jetzt ist krass, ich habe jetzt echt viel gemacht, weil einfach immer so, ja, wir waren echt oft, ich bin jemand, der nachts gerne arbeitet und oft noch länger bleibt und so, und man, ja, nicht immer, aber oft mal auch bis richtig so bis 4, 3 im Büro oder so. Ja. Irgendwann ging es aber nicht mehr. Dann habe ich gedacht, okay, meditieren hilft mir voll, da habe ich 10 Tage so eine Silent Retreat gemacht.
Und ja, 10 Tage nur meditiert und ohne zu reden und Hammer. Heftig. Und dann kann ich voll auf meditieren. Jetzt meditiere ich jeden Morgen, aber jetzt, ja, jetzt Breathwork auch sehr, sehr viel. Also übrigens auch kurz, ich wollte es nur reinschwenken, also Big Shoutout to Daniel, ich lerne von ihm mega, mega viel. Also ich bin gerade hier und ja, wohne bei dir in der Wohnung, in einer coolen Villa in Bali. Ja, und ich lerne jeden Tag so krass viel, also wirklich, checkt alle Videos, weil der Typ hat so viel Value zu geben, das ist unglaublich, ohne ja, Scheiß. So komplett korrekter Typ. Wir kennen uns erst seit Burning Man, seit 2 Wochen, wie ist es, 3 Wochen. Kommt mir an vor wie 1-2 Jahre, aber ja, wir sind, ja, kennen uns gerade jetzt. Aber ich muss wirklich sagen, du bist echt jemand, das hat so rausgestochen, was für eine Lebensfreude du einfach hast und was für eine Energie, weil auch unter erfolgreichen Unternehmern gibt es trotzdem viele Leute, wo du einfach merkst, das ist nicht gesund, wie die es machen. Ne? Das ist, du kannst auch eine Firma aufbauen, die dich auffrisst, sozusagen. Ja, ja, ja. Und das hat mich von Anfang an bei dir so beeindruckt, dass du so eine, bei dir scheint die Balance richtig gut zu sein. Ja, jetzt, ja, ich habe auch mehr gelernt. Genau, deswegen glaube ich auch, dass fast jeder Unternehmer mal einen Burnout hat. Ja. Ob es so definiert oder nicht oder was auch immer. Aber diese Phase, wo halt einfach mal sich was ändert in dir und du merkst, okay, so wie ich es bisher gemacht habe, geht nicht mehr. Meine Rolle muss ich verändern oder wie viel ich mache, muss ich verändern, was ich abgebe, muss ich verändern. Und das Krasse ist, genau, seitdem ich mache es ein bisschen weniger, natürlich weniger mache, läuft es doch viel, viel besser, weil ich glaube sehr, sehr stark an diese 80-20-Regel. Also mit 20% deiner Arbeit kannst du 80% erreichen. Das alles andere, was du oben drüber noch machst, ist gut, aber es erreicht dich wieder damit. Und wenn du diese 20% immer machst, ja. Ja. Kannst du alles erreichen. Das Pareto-Prinzip, ne? Ja, ja, das ist echt krass. Also, Silent Retreat, du hast gesagt, das war Hammer. Was heißt das genau? Was hat sich dadurch bei dir verändert? Also, was war am Ende dann von 10 Tagen? Das heißt im Endeffekt, ja, man redet nicht für 10 Tage. Mhm. Und wie viele Stunden am Tag meditierst du dabei? Mega viel. Es war schon jetzt 2 Jahre her, aber warte mal, es war so 4 Uhr aufstehen, von 4 bis 6 meditieren und ich bin halt kein Morgenmensch eigentlich. 4 bis 6 meditieren und 6 Uhr frühstücken, dann wieder meditieren eigentlich die ganze Zeit, dann 12 Uhr Mittag essen und dann nur noch meditieren. Also, und du hast eigentlich dann auch wirklich kein Abendessen auch. Also man kann Abendessen noch essen, aber wir sagen, wenn man es nicht macht, ist besser. Und ich lese so gemeint, für die Beginner Abendessen okay und für die, also eine Suppe oder für wenn du advanced bist, dann nicht. Ich will gleich so, ja, ich will advanced sein, weil ich so, ich will kein Abendessen. Weil halt, und es macht auch Sinn, weil je weniger man im Bauch hat, besser kann man meditieren. Wir hatten heute gerade eine Breathwork-Session zusammen, ja. Und war richtig gut, aber ohne Essen wäre es besser gewesen. Wir hatten Sushi gegessen, ohne Essen noch besser gewesen wahrscheinlich. Ja. Ja. Aber schon ziemlich, ich habe schon ziemlich viel gelernt wieder über mich. Also ich, ja. Und dann am Ende von den 10 Tagen, hattest du einfach das Gefühl, dass du viel mehr Klarheit hattest darüber, was du ändern musst in deinem Leben? Oder warum du diesen Burnout davor hattest, diesen kleinen... Mir wurde nicht klar, warum er genau kam, aber mir wurde klar, was ich in meinem Leben will, also was ich genau, welche Werte ich leben will, was ich in meinem Leben erreichen will, warum ich nicht immer sagen will, ich mach das und das dann erst, was ich gelernt habe vor kurzem eigentlich erst, ich finde das ziemlich cool, die meisten Menschen sagen, wenn ich das erreiche, dann bin ich glücklich. Ja. Ja? Irgendwie, wenn ich die Firma verkaufe oder wenn ich das oder irgendwas habe, wenn ich ein Haus kaufe, wenn ich heirate, wenn ich Kinder habe. Wenn ich Jahresumsatz mache. Ja, irgendwas, keine Ahnung. Und dann bin ich glücklich. Ja? Und für mich ist es Bullshit. Ja? Für mich ist, musst du sagen, ich bin jetzt glücklich und jetzt die beste Version von mir selber, damit ich das erreiche. Mhm. Ich habe halt noch mega viele Ziele in meinem Leben, aber ich sage jetzt nicht, ich will Charity gründen, ich will mega krasse Sachen machen. Ich habe mega, mega Bock auf das alles. Ja? Ja. Aber ich sage nicht, wenn ich sage, bin ich happy, dann sage ich, ich bin jetzt happy und jetzt die beste Version für mich selber, um das zu erreichen. Ich finde das ein viel besserer Schritt. Ja, ja. Ich stimme das mal zu. Ja, da gibt es ja, ich glaube, Sean Aker ist so ein Psychologist in den USA, der hat auch, ich glaube, Happiness Advantage geschrieben und so, diese Bücher, wo es darum geht, dass mittlerweile es bewiesen ist in der Psychologie, dass glückliche Menschen erfolgreicher sind. Ja, ja, klar, nicht umgekehrt. Ja, klar. Also die Kultur sagt ja, erfolgreiche Menschen sind glücklicher, aber sagt es genau andersrum. Glückliche Menschen sind erfolgreicher. Das mache ich, das war mir irgendwie schon immer bewusst. Ich war immer schon, ja, mir war es schon früher klar. Ich habe es noch nie gehört, aber es war mir immer schon irgendwie so, mir war mir schon einfach, ja, klar. Und das heißt, wenn ich Leute einstelle,
Ah. Schaue ich immer drauf, wie happy sind die. Echt? Weil ich weiß, die Glücklichen geil. Werden noch gute Arbeit machen. Ja. Das ist für mich immer schon wichtig. Ja. Wie findest du das so aus? Ja, das merkst du. Ja. Das merkst du. Wenn jemand, wenn jemand kommt, so, ey, was geht? Also einfach mega mit ehrlichen, offenen Grinsen und der. Ja, cool. Das merkst du. Merkst du. Ja, geil. Ja. Habt ihr richtig ein Office in Barcelona? Ja. Ja, genau. Ein richtiges Office. Ja. Und wie viele Mitarbeiter sind es momentan? Wir sind 32. Ja. Okay, krass. Krasses genau. Team. Wir haben sogar ein cooles Office. Wir haben jetzt richtig cool. Wir hatten jetzt vor kurzem eine richtig große Party im Office. Richtig geil. Mit den ganzen Influencerinnen und alles lustig. Nice. Das macht sich gleich extra Spaß, wenn man die ganzen Influencerinnen auf die Gästeliste packen kann. Ja. Wie witzig. Vielleicht noch ganz kurz, bevor wir das Ganze zum Ende bringen. Wenn jetzt jemand, der gerade sein Unternehmen startet oder gerade am Skalieren ist und merkt auch, okay, das ist ziemlich viel Arbeit, es ist ziemlich viel Stress und manchmal fühle ich mich einfach nicht so on top of it. Was wäre so eine Morgenroutine, die du empfehlen würdest, die für dich gut funktioniert? Du hast ja viel ausprobiert und ich sehe es ja auch hier, während du ein paar Tage gerade bei uns hier in der Villa bist, dass du einfach eine geile Routine hast. Erzähl doch mal kurz, was so die Dinge sind, die du morgens machst, um dein A-Game jeden Tag abliefern zu können. Ja, das ist ziemlich simpel. Also ich habe eine Routine, ich habe eine lange, eine kurze. Ja? Und also ich würde gerne lange jeden Tag schaffen, aber die lange Routine ist ziemlich lang. Mhm. Heute Morgen habe ich fast geschafft. Heute Morgen und mit Jack eben auch Workout noch gemacht. Ja. Ja. Also meine Routine ist ziemlich simpel. Ich stehe auf und das Erste, was ich mache, bevor ich irgendwas anderes mache, ist, ich habe ein Journal, das heißt das 5-Minute-Journal, und schreibe da drin drei Sachen rein, für die ich dankbar bin, und drei Sachen, die den Tag gut machen würden. Also, what would make today great? Auch Business-Sachen oder eher... Ja, nee, ich mache das immer, ich gucke mal, heute habe ich reingeschrieben, it would be great to go surfing with Jack and Dan. Ah, das haben wir erledigt. Abgehakt. Ja, klar, Mann. Und ich hab auch reingeschrieben, it would be great to actually catch up on all my emails and get to zero emails. Also Business. Und ich hab noch nachher noch 10 und so, dann bin ich durch. Also geil. Ich bin auf einem guten Weg. Ja. Genau, also das und ja, genau. Das ist das Erste, was ich mache. Also erstmal sofort immer journal und vor allem, wofür bin ich dankbar. Ja? Mhm. Das ist mega wichtig. Weil dann beginnst du sofort mit dem, mit dem dankbaren Mindset in den Tag. Mhm. Und dann das Nächste, was ich mache, ist, wenn ich schaffe, das Neue, was ich jetzt mache, ist, davor war immer meditieren, aber jetzt mache ich immer, dass ich Breathwork mache, 10 Minuten Breathwork und danach meditieren. Also erstmal Breathwork, also einfach ich atme sehr, sehr viel Sauerstoff ein und außen ohne Pause sofort wieder weiter. Ja? Ja. Und das heißt, du wirst eigentlich sehr, sehr klar. Und danach meditiere ich, also nach dem Breathwork, meditieren. Kann man auch raus aus dem Breathwork, wenn es am Anfang zu viel ist, ja? Und dann einfach sofort meditieren. Nehmt am besten Headspace oder Calm oder nicht Oak. Kennst du Oak? Nimmt Oak, weil Oak ist kostenlos. Nimmt Oak. Das hat ein Freund von Tim Ferriss, der hat entwickelt. Das ist ziemlich Oak cool. Ist O-A-K. O-A-K, ja. Okay. Das ist eine gratis Meditation-App und eigentlich für mich sogar die beste. Also die ist gratis und die beste. Das ist ziemlich nice. Mhm. Genau, die nehme ich eigentlich immer her. Dann meditieren danach sofort. Wie, also das Journal dauert nur ein paar Minuten, ne? Journal dauert 3 Minuten, genau. Das sind 5 Minuten am Tag, 3 morgens, 2 abends. Okay, geil. Genau so. Und dann nach dem Journal, dann hast du dich schon mal geprimed auf, okay, dafür bin ich dankbar. Das ist auch besonders wichtig, weil als Unternehmer denken wir immer in der Zukunft und was muss ich noch alles erledigen, damit das und das eintrifft, und dann counteractest du so ein bisschen, also trainierst du das Gegenteil davon. Und dann danach die Meditation, wie lange machst du das? Genau. Das ist ganz wichtig. Das ist der Part, was ich immer mache. Also auch wenn ich irgendwie sagen will, ich habe jetzt ein Meeting mit irgendwelchen Investoren oder was auch immer und ich habe verschlafen, ich würde trotzdem das Journal machen und trotzdem meditieren. Holy shit. Ja. Das heißt, das lasse ich nie aus. Also, das ist krass. Genau. Also ich würde, du kannst doch sagen, ich kann, da dusche ich nicht oder so, bla bla bla, aber meditieren lasse ich nicht aus, das ist mir wurscht. Ich mache dann halt 5 Minuten. Dann sage ich, okay, ich bin spät, ich habe verschlafen, aber ich mache 5 Minuten. Aber die mache ich trotzdem. Also egal was es ist, ich mache die trotzdem. Ja. Das musst du erstmal hinkriegen, wenn du so bist für ein Meeting. Ich mache das trotzdem. Du sitzt da und meditierst. Das ist geil, Mann. Das ist Aktivitäten. Genau. Die lange Variante, ich verschlafe nicht so oft, zum Glück. Aber genau. Also die lange Variante ist dann meditieren. Mache ich eigentlich meistens, ich mache selten mehr als 10 Minuten. Weil wenn ich länger mache, dann mache ich es nicht. Also meistens mache ich 10 normalerweise. Ja? Ja. 10.
Danach gehe ich hin und putze die Zähne mit der linken Hand. Ja, deswegen ja. Die andere Hirnhälfte trainierst. Ja, in die linke Hand, das ist wichtig. Das nächste, was ich mache, wenn ich irgendwie lange Zeit habe, ich habe mir die App 7 Minutes und mache 7 Minuten Workout. Also einfach Push-Ups. Ja, genau. Habe ich heute Morgen mit Jack auch gemacht. Ah, nice. Genau. Genau. Das ist krass, wie man sich pushen kann in 7 Minuten, ne? Ja, ja. Und du bist echt, das ist echt anstrengend. Ja. Davon wacht man halt richtig auf, oder? Ja, was ist der Benefit, den du davon kriegst? Nee, ja, ich will fit sein. Ja. Aber ich gehe nicht so oft, ich gehe nicht so oft ins Gym, weil ich einmal die Woche oder so und dann kannst du halt trotzdem fit sein, wenn du wenigstens das machst. Genau. Und dann, wenn ich echt Zeit habe, dann lese ich noch 10 Minuten. Also dann morgens noch sitzt und noch liest und dann bist du eigentlich für alles bereit. Ja. Ja. Geil. Das ist meine Morgenroutine, ja. Genau, so, aber auf jeden Fall, was ich unglaublich nie auslasse, ist Meditieren und 5-Minute-Journal. Geil. Ja. Hammer. was sind deine Pläne für die nächsten paar Jahre? Wie groß willst du Mella noch machen? Was willst du außerhalb von Mella noch machen? Ja. Ja, genau. Also mein Traum ist so ein bisschen, ich liebe die Chaos-Phase. Mhm. Also kennst du, wenn irgendwie so. Also die meiste Spaß ist irgendwie so, wenn du nur zu 2, 3, 4 Leuten bist und das die Firma auch hochziehst. Ja, ich mag das viel mehr, als jetzt irgendwie so das Managen, wir haben vorhin darüber geredet auch, so Managen dann ein Team und sie zu haben von 8, 9 Leuten pro Department, ist anstrengender, ja. Also ich will, mein Ziel für die nächsten Jahre ist so, ich will eigentlich ganz gern alle 2 Jahre was Neues gründen und dann sobald es größer wird, ein Team haben, das echt ziemlich gut managt, mit guten General Managers und so, und dann eigentlich das abgeben und Zeit für neue Sachen haben. Also Inhaber bleiben, aber halt. Genau, Inhaber bleiben, genau. Geschäftsführer oder aber auch. Inhaber bleiben, aber sehr gerne auch dann Shares abgeben für gute Angestellte, genau. Und die motivieren, aber dann selber sich ein bisschen so selber rauszuziehen und für neue. Weil ich bin einfach gut in der Chaosphase. Ja. Das heißt, wenn jemand Hilfe braucht mit Facebook Ads in der Chaosphase, mache ich auch am liebsten. Also entweder halt große Firmen, die einfach coole Budgets haben, die sagen, okay, wir haben jetzt ein Budget von 10 Millionen, dann muss ich auch das optimisieren noch davon, das macht Spaß, weil dann siehst du, okay, du kannst richtig viel rausholen. Oder halt coole Startups, wo du sagst, okay, wir haben die Chaosphase, die macht mir halt Spaß. Und da zu helfen macht mir Spaß. Und dann ist auch ein bisschen Equity vielleicht als. Genau, ich mache es nicht Dinge, ich habe schon jetzt von ein paar Firmen, von 7 Firmen Equity bekommen, aber einfach, weil sie gesehen haben, okay, die kriegen Resultate und okay, du hast es dir verdient. Ja. Geil, das ist mal Hammer, das ist mal ein Stamp of Approval, ey. Ja, das ist ziemlich cool, ja. Abgefahren, geil. Das ist ziemlich cool von denen. Ja, fett, Chris, danke für deine Zeit. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit, hier abzuhängen in Bali. Genau. Wenn Leute dich erreichen wollen oder einfach dir folgen wollen, wie du dich weiterentwickelst, du bist ja auch noch jung, wo können Leute dich finden? Genau, ihr könnt mich auf Instagram gerne finden, Chris Ertl, kannst du auch einblenden, wenn du magst. Ja, packen wir rein. Oder meine E-Mail ist info@chrisertl.com. Okay, also hast du auch eine Website. Genau, keine gute, aber okay, was mir wurscht ist, weil ich suche nicht aktiv Leute, sage ich. Nein, so. Ja, logisch, aber die ist, ich habe es immer gemacht in ein paar Minuten oder so, aber du kannst dir gerne schon. Nice, alles genau. Klar, und genau, dann noch vielleicht einen kurzen Tipp noch für alle, für Facebook-Ads, also erstmal. Es ist wirklich so, je mehr ihr testet, desto besser wird es. Also wirklich, macht die extra Arbeit und macht diese ganzen A-B-Tests. Also test zum Beispiel eine Instagram-Story mit dem Produkt Hintergrund blau, Hintergrund rot, Hintergrund grün. Ja? Ja. Und dann seht ihr genau, okay, die Click-Through-Rate oder der ROAS, am meisten wichtig ist der ROAS, also Return on Ad Spend, also ich gebe 1 Euro aus und es kommen 7 Euro zurück, Hintergrund ist blau. Und mit grün kommen zurück 8 Euro. Zum Beispiel, ja? Und die ist okay, grün ist besser. Also man kann einfach sehr, sehr klein, so einfach immer ein Detail testen. Ja. Und natürlich testen, jetzt habe ich genau diesen richtigen Ad und teste die Audience. Also immer nur eine Variante testen, ändern natürlich. Und dann kannst du immer ganz genau auswerten, wie kann ich Schritt für Schritt besser werden. Das ist also wichtig. Bei einer neuen Ad für ein neues Produkt, wie viele Audiences und wie viele Grafik-Split-Tests pro Audience würdest du machen? Bei neuen Firma. Ja, neue Firma, neues Produkt. Ja, genau. Wenn ich Firmen helfe, arbeite ich immer mit ihnen mindestens 100, 120 A-B-Tests aus und mache so einen Excel-File für die. Und für dieselbe Audience oder für verschiedene Audiences? Für die Firma. Also deren Zielgruppe ist definiert und dann sage ich, für die eine Zielgruppe ist selbes Targeting in Facebook. Genau, nee. Es gibt aber 120 verschiedene Varianten der Werbung selbst, der App. Nee, beide. Also, ich mache eine Liste von 120 Tests, die für die Firma Sinn macht, ja? Und die müssen die abarbeiten über die nächsten 6 Monate.
Und da ein Test davon ist durch welche Audiences, also richtig viele Lookalikes, die wir gerne testen, Interest testen, Broad Audience testen. Ja. Das ist ein Test. Danach testen wir richtig viele. Ja, lustig, ja. Danach testen wir richtig viele. Also nur Roller. Da testen wir richtig viele Creatives. Und dann Tipp für Creative: wenn ihr vertikale Creatives macht, auf Instagram oder Facebook, geht es viel besser. Ja? Mhm. Also die meisten machen ja Square. Ja? Ja. Auf Instagram vor allem. Wenn du 4 zu 5 schaltest, macht ein anderer. Du zahlst gleich viel, aber wenn jemand runter scrollt, ist es viel länger, als er über euer Ad drüber scrollt. Mhm. Die Chance, dass er hängen bleibt, ist viel höher. Ja. Ja. Das ist wichtig. Dann vielleicht, ich gebe noch kurz zwei Sachen, die richtig viel Leuten helfen. Und zwar, der erste Tipp ist, genau, wenn ihr, genau, auf Instagram immer vertical, auch wenn ihr irgendwie privat was postet, ja. Wenn ihr, probiert mal, wenn ihr vertical postet, kriegt ihr viel mehr Likes, wie wenn ihr square postet. Meinst du bei einem Stories jetzt oder als normalen Post? Nee, wenn du jetzt einen normalen Post machst, mach mal einen vertical. Ja. Du wirst sehen, du kriegst sofort mehr Likes. Als bei Square, sofort. Da siehst du auch bei den Ads besser. Nächster Tipp ist, können wir auch noch einblenden, das zeige ich noch einmal kurz hier. Wenn wir jetzt bei irgendeiner Firma die Ads sehen wollen, das heißt, es gibt einen Fehler bei Instagram, wir haben vergessen, das zu machen und das ist mega, mega der Fail eigentlich. Ich gehe mal auf zum Beispiel European Bartender School. Weil die geben sehr, sehr viel Geld aus und ich weiß, die haben gute Ads. So. European Bartender School. Ja. Siehst du, hier ist die Instagram-Page. Ja? Hier oben sind die drei Dots. Ja, rechts oben. Draufklicken. Dann hier About with Account. Und hier Active Ads. No way. Das ist mega der Fail eigentlich. Das erlauben sie eigentlich mega krass. Das heißt, ich kann hier jeden einzelnen Ad sehen. Was ja okay, was normal ist. Ist okay, dass man hier sehen kann. Ja? Aber ich sehe einfach auch, wie viele Views pro Ad sind. Ja? Also wenn ich irgendwie sehe, da das eine hat jetzt eben eine Millionen Views, ja? Dann sehe ich, okay, der geht für die gut, da geben sie viel Geld rein. Genau. Der Ad hier, der macht den halt jetzt gerade neu, da ist nicht viel drin. Aber auch ein cooler Ad eigentlich schon. Ja? Dann sehe ich irgendwie ein Ad mit 50.000 Views, aber es immer Millionen Views und sehe einfach genau, wie viel Geld drin ist. Das heißt, das ist halt mega der Hack, wenn ich die Competitors angucken will und gucken, welche Ads gehen bei denen gut. Das macht deine Arbeit viel, viel einfacher. Also, ja, einfach ähnliche Marken auf Instagram und schauen mit dem Trick. Genau. Welche Werbung funktioniert. Und wenn jetzt du keine Ads schaltest selber, hast du geguckt, hast du ein Interview, dann kann ich dir auch noch Value geben. Wenn du Flüge buchen willst oder du willst den Jeans kaufen oder irgendwas, du buchst einen Flug bei Lufthansa. Geh drauf und such den höchsten Code, Discount-Code in Ads. Ach. Die machen ja Retargeting immer, ja, und dann geben die Discount-Codes. Oder ich will eine Jeans kaufen, ich will, keine Ahnung, H&M Jeans irgendwas kaufen online, gehe ich hin und gucke, ob H&M irgendwelche Discounts rausgibt. Ach, geil. Ja, dann kannst du einfach selber immer Geld sparen. Also ja, das ist halt ein ganz cooler Trick immer. Abgefahren. Genau. Geil. Danke, Chris, für die ganzen Infos. Bitte. Hammer geil. Bestimmt können wir irgendwann eine Fortsetzung machen, falls dann auch ein paar Fragen schon reingekommen sind. In Barcelona oder in Bali wieder. Genau, da freue ich schon drauf. Cool, alles klar. Ich hoffe, das Interview hat dir gefallen. Ich hoffe, du konntest viele Inspirationen mitnehmen und viele praktische Tipps. Wie immer findest du die Shownotes mit allem, was Chris erwähnt hat und allen Links, auch wenn du mehr über Chris erfahren willst, ihm folgen willst, alles hier unten im Blogpost. Das ist alles verlinkt, falls du auf YouTube bist oder im Podcast, findest du die Links alles unter der Episode. Genau, das war's auch von uns hier aus Bali. Wir haben jetzt vielleicht noch ein Bierchen hier und dann ist auch schon spät hier. Und Chris, danke für den ganzen Input und bis zum nächsten Mal. Ciao. Meine Herren. Ciao. Was, wenn ich dir sagen würde, dass auch du innerhalb von 2 Monaten dein garantiert erfolgreiches erstes Amazon-Produkt online haben kannst, das jeden Tag, jeden Monat zuverlässig Umsätze und Gewinne erzielt, ohne dass du irgendwelche Vorkenntnisse brauchst und ohne dass du irgendeinen Aufwand hast? Klingt so schön, um wahr zu sein? Dann bleib jetzt kurz dran, weil ich erkläre dir, wie es geht. Hi, ich bin Daniel Vogler von der AMC Academy und zusammen mit meinem Geschäftspartner Maurice coachen wir schon seit vielen Jahren Amazon-Unternehmer, wo wir ihnen einfach beibringen, wie wir selbst unsere eigenen erfolgreichen 6- und 7-stelligen Amazon-Marken hochgezogen und teilweise auch schon verkauft haben. Und jetzt, seit kurzem, haben wir einen ganz neuen exklusiven Service gelauncht. Und zwar bieten wir eine Done-for-You-Lösung an, in der wirklich alles für dich erledigt ist. Wie dein fertiges Online-Business in einer Box, in das du nur noch reinplacken musst. Ja, und all das, was zu einem erfolgreichen Amazon-Business gehört, nämlich ein Team, das Produktrecherche, Produktidee-Qualifizierung durchführen kann. Also ist das Produkt wirklich profitabel sourcebar, ist der Markt wirklich interessant,
Was ist das Alleinstellungsmerkmal des Produktes? Können wir uns da langfristig behaupten? Bis hin zum Sourcing-Team, das genau weiß, wie man Fabriken in China findet, qualifiziert, Preise verhandelt und auf eine profitable Marge kommt, die wirklich Sinn macht. Bis hin zu unserem kompletten Netzwerk an Dienstleistern, von Markenanwälten über Importspezialisten, über Speditionen. Das ganze Paket, unser Team, das Vollzeit arbeitet, wollen wir wenigen selektierten Leuten anbieten. Ganz einfach aus dem Grund, dass wir im tagtäglichen Business so viele Chancen und Nischen und Möglichkeiten sehen, die wir nicht wahrnehmen können, weil wir zu beschäftigt sind mit unseren eigenen Marken, unseren eigenen Unternehmen. Und anstatt all diese Möglichkeiten einfach liegen zu lassen, kam uns der Gedanke, dass es doch bestimmt viele Leute da draußen gibt, die starten wollen, aber denen einfach nur die Zeit fehlt und das Know-how, um das Ganze umzusetzen, die aber mit Kapital reinkommen können und einfach mit uns partnern können, sodass wir als Geschäftspartner zusammenkommen können. Wir bringen das ganze Know-how, wir bringen das ganze Team und wir können, weil es unser Team ist, das wir selbst trainiert haben, können wir dir garantieren, dass dein erstes Amazon-Produkt erfolgreich wird, ja, weil das Produkt von uns kommt. Mit unserem ganzen Know-how über die Jahre, was ein erfolgreiches Amazon-Produkt ausmacht. Das heißt, du hast wirklich ein garantiert erfolgreiches Online-Business innerhalb von 2 Monaten. Und wie das Ganze grob abläuft, findest du auf unserer Website, wenn du draufklickst. Ja, du füllst einfach kurz ein Bewerbungsgesprächsformular aus, dann telefonieren wir mal in ein paar Tagen, ganz unverbindlich, einfach um es kennenzulernen. Und wer weiß, vielleicht hast du schon innerhalb von 2 Monaten dein erstes erfolgreiches Amazon-Produkt am Start und wirst ein Geschäftspartner von uns, mit dem zusammen wir eine riesen Marke aufbauen. Wenn dich das interessiert, klick jetzt kurz, melde dich bei uns und starte den ganzen Prozess. Ich hoffe, du bist einer von denen, die wir suchen. Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen. Melde dich jetzt kurz, bewerb dich kurz und wir hören uns dann bald. Ciao.